Herzlich willkommen zurück zu Deathloop mit Arezo. Ich bin Arezo. Wir sind im Komplex am Morgen. Und ja, ich suche eine Möglichkeit, ein Gerät sichtbar zu machen. Mein momentaner Verdacht ist, dass ich dafür Farbgranaten benutzen kann, die es manchmal gibt, an manchen Orten. Aber bisher habe ich noch keine gefunden. Okay, das hat erstmal überhaupt nichts gebracht, mich da umzugucken, aber weiß man vorher nie, ne? Und ich meine, es wäre eine tolle Scharfschützenposition, wenn man das hier sauber machen möchte, bevor man rausgeht. Ja, wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie diese Dinger funktionieren. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Residuum. Wird natürlich mitgenommen. Und wir schauen uns weiter um. Hier könnten wir raus, aber ich will gerade noch gar nicht raus. Da haben wir zwei Leute. Okay, keine Sorge, die wachen morgen wieder auf. Gut, gucken wir uns hier mal auf dem Eis um. Wir haben hier ein paar Kanister. Nicht wirklich, was ich brauche. Achso, nee, das ist nur eine Antenne. Was ist das für eine Antenne? Was bringt die? Können wir die hacken? Nein. Das ist nur Deko. Okay. Ich habe einen Doppelsprung. Haha! Tür blockiert. Ah. Oh, da hinten haben wir ein paar Leute. Blockiert. Ich sehe auch keine Dinge zum Hacken diesmal. Die Dinger, die man hacken kann, reagieren ja, wenn man das Signal sendet. Okay. Immerhin können wir uns hier umgucken. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Interessantes. Und wenn nicht, gibt es zumindest die Möglichkeit... Oh, ein poliertes persönliches Siegel. Sehr schön. Listen. You can almost hear it. Sehr gut. Und ein grobes Waffensiegel. Sehr schön. Ich finde es seltsam, dass die grob heißen. Heißen die anderen fein? Ich meine, die ganz großen heißen auch poliert und nicht sehr großes oder so. Also, vielleicht ist grob richtig. Diese Tür ist blockiert. So viele blockierte Türen. Schauen wir mal, ob wir von oben irgendwie rein können. Aber sieht nicht so aus. Tja, schade. Blockiert. Tja.
Okay, hier kommen wir nicht so weiter. Schade. Ich habe auch immer noch keine Farbe gefunden, um das Ding sichtbar zu machen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich die Lösung wäre, deswegen... vielleicht sollte ich einfach warten, bis ich einen entsprechenden Hinweis noch gefunden habe. Oh, da hinten haben wir wieder so eine Kiste. Von Charlie. Jetzt wissen wir, wo zwei davon sind. Und wir wissen, dass man sich selbst morgens noch beeilen muss. Waren wir da hinten schon drin? Ja, okay. Klar, wir haben das Gerät dort gehackt, also waren wir da offenbar. Tja. The fuck? Ja, was macht man damit? Eventuell... Ne, Igor hatte Zugriff auf die Dings der Steuerung. Auf den Äther, um sich unsichtbar zu machen. Aber wenn ich das mache, wird das auch nicht sichtbar. Das haben wir schon ausprobiert. Das war, glaube ich, das erste, das ich ausprobiert habe. Ne, die Station hier anzugreifen bringt auch nichts. Ich nehme an, das hier zu hacken bringt nichts. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es hier irgendwo in der Station was sein müsste dann. Weil... es muss etwas sein, das Igor machen kann. Vielleicht brauchen wir auch einfach eine Information von Igor selbst, aber... fällt gerade auf. Ah. Ich dachte, wenn ihr Evans hätte geschummelt und von ihm abgelesen, weil ich das hier schon mal gelesen habe. Aber... ja, damit Moira Kestler, das hat sie nämlich auch in der Aufnahme nochmal gesagt. Ja, es gibt einfach nur zwei Varianten davon und sie hat hier offenbar... also entweder ist das auch ihr Büro oder jemand hat einfach ihr Zeug gelesen, was auch absolut möglich ist. Time is your placing. Ja, okay. Okay, jetzt sind wir wieder hier hinten drin. Es gibt so viele Wege hier. Gut, wir waren noch nicht ganz geheilt. Jetzt sind was? Ich meine, selbst mit den... selbst wenn wir nur die Siege eben mit nach Hause nehmen, hat sich das hier eigentlich schon gelohnt, ne? Ich verhandle gerade selbst mit mir. Weil momentan scheint es hier nicht wirklich was Interessantes zu geben mehr. Okay, also wir müssen hier sowieso nochmal hin, um das Hype zu holen. Das heißt, wir können das mit diesem Gerät dann auch direkt verknüpfen und vielleicht finden wir ja vorher irgendwelche Infos. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal zurück. So, denn wir finden hier noch schnell irgendeinen wichtigen Hinweis, den wir übersehen haben. In diesem Spiel gibt es keine Bad Vision. Achso, ja, das ist für den Alarm gewesen. Okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Und auf der anderen Seite. Okay, hier haben wir die verschiedenen Zonen und so, aber das bringt uns auch nicht wirklich weiter. Ballistikgeschütz bringt uns nicht weiter. Wie gut kennst du Blackreef? Das haben wir auch schon gelesen.
Igors genialer Plan haben wir auch schon gelesen. Ne, okay, dann ab nach Hause. Ich krieg dich noch. Ich weiß noch nicht wie. Unsichtbar sein und damit interagieren? Klappt auch nicht. Okay, Igor, heute hast du gewonnen. Aber du wirst nicht immer heute gewinnen. Da-da-da. Und ab nach Hause. Ich meine, wir haben immerhin die Waffe bekommen, ne? Du bist in die Tunnel entkommen, sehr schön. Ja, ich habe überlebt und ich habe die Limp 10 gesammelt. Außerdem hier die Nagelpistole, die ich nicht wirklich brauche. Und steh auf, Männchen, kennen wir schon. Plasmakraft, wenn du keine Kraft mehr hast, bedienen sich dafür stattdessen effizient deiner Gesundheit, kennen wir schon. Explosive Heilung, deine Mine und Granaten heilen noch mehr und fügen keinerlei Schaden zu. Heilen noch mehr? Wie viel heilen sie normalerweise? Händchen für Mechanik, verbündete Geschütze und Nullifizierer in der Nähe sind noch robuster und tödlicher, cool. Steh auf, Männchen, nochmal. Flinke Hände, du kannst bei beidhändiger Benutzung beide Waffen schneller nachladen. Okay, könnte gut sein. Erhöht die Feuerrate deiner Waffe, könnte auch gut sein. Für bestimmte Feuerhagel, Meisterschütze, Blitzschlag, okay. Okay. Bei den Erkundungen, was könnten wir jetzt noch noch in Angriff nehmen? Wenn ich Egos Sicherheitsmaßnahmen im Komplex in Berührung komme, erfährt er, dass ich hier bin? Ja, das wissen wir. Natürlich wissen wir das alles. Eine Karte von Frischstark Rock habe ich gefunden irgendwann mal. Ich habe Tubits Debug-Modus für Jagd auf den Eindringling freigeschaltet. Der Roboter sollte mich in Charlie spielen neue Befehle erteilen lassen. Ja. Dazu muss ich nur in Charlie Spiel daneben reingehen, ne? Ausrüstungsvariante. Ganz wichtig erst einmal. Hier, unsere Limp 10 Schalldämpfer. Die Waffe ist viel leiser. Wird angereichert. Hat mich 8000 gekostet, aber das ist es definitiv wert. Siegel. Feuerrate wollen wir bei dem nicht eigentlich nicht wirklich, ne? Hier den Stoßdämpfer können wir tatsächlich reinmachen. Erst einmal müssen wir es ablegen, damit wir es reinpacken können. Meisterschütze. Okay. Hier, Blitzschlag ist gut. Feuerhagel. Nee, ich will nicht, dass das zu doll, zu schnell schießt, weil ich sonst eben den einzelnen Schuss nicht hinbekomme mehr, ne? Okay, Blitzschlag kann man nicht benutzen bei der. Gut. Hier, Meisterschütze packen wir noch mit rein. Gut, wir haben trotzdem noch 1000 noch was Residuum. Das heißt, wenn wir uns eine Tafel holen, sollte das kein Problem sein. Wir schauen uns mal an, was wir hier noch so reinmachen wollen. Lunge aus Stahl, Gas, ja, das haben wir schon. Explosive Heilung bringt uns nicht so viel. Plasmakraft gefällt mir nicht. Flinke Hände. Steh auf, Männchen, stellt mehr Gesamtgesundheit wieder her. Ich denke, das machen wir. Verbündete Geschütze und Nullifizierer in der Nähe sind noch robuster und tödlicher. Klingt nicht schlecht. Aber nicht passend zu meinem Stil. Okay. Das Ding hier können wir ablegen. Und ja. Die Limp 10 ist gesichert. Rapier ist sowieso gesichert. Was wollen wir als nächstes machen? Frister Trock. Da hatten wir einen Visionär. Die Verwüstungstafel von... wie heißt sie? Fia. Niemand schreibt beim Künstler vor, wann er aufzustehen hat und doch erheben sich Fristots kreativer Köpfe pünktlich zur Mittagsstunde und lassen ihren schöpferischen Gelüsten freien Lauf. Gehen wir da hin? Ich denke ja. Wir müssen uns ja ein bisschen umgucken. Okay. Und los geht's. Wir haben keinen wirklichen Plan. Wir gucken uns nur um. Ich weiß nicht, ob es die effizienteste Art und Weise ist, so zu spielen. Aber die ganze Zeit nur in die Hinweise zu gucken.
wenn ich nicht weiterkomme, können wir das machen. Aber erst einmal sammeln wir mehr Hinweise. Bevor wir die ganze Zeit durchstöbern. Gibt es gleich Spott von Juliana, weil wir jemanden getötet haben? Which you're a part of. So are you. Everyone still thinks it's the first day. No one chose this. It's better this way. Memory can be a treasure and also a curse. Profound. You trying to forget anything specific? You would know. Willkommen dann erst nochmal. Ja, okay. Kümmer dich. Worum? Kümmer dich um sie, nimm dich vor ihr in Acht. Okay, ganz ruhig. Hier hackt jemand rum. So viele Leute hier. Und immer weniger. Sehr schön. Auch noch ein bisschen Munition gespart. Ist gut für die Umwelt. Natürlich nur ein Scherz, denn das hier alles interessiert die Umwelt sowieso nicht, weil morgen wieder heute ist. So, okay. Ich denke, hier haben wir ganz gut... Hopp, Idioten gefangen in der Zeit. Ja, wissen wir. Unsere andere Stimme ist ein bisschen aggressiv gerade, ne? Wurde wahrscheinlich von dem Gespräch mit Juliana ein bisschen aufgeheizt. Haben die da ein Barbecue? Oh, hallo. Oh, Juliana ist auf der Jagd. Die Antenne, um die Tunnel zu öffnen. Ja, geht klar. Hallo. Aua. Aua. Okay, nicht einfach gerade weg von ihr laufen, sondern anders. Okay, kein Problem, kein Problem. Juliana. Wo bist du? Da bist du. Die profitieren gerade beide ein bisschen von... Oh Gott! Deckung! Benutzt eine andere Tafel diesmal, ne? Ist das eventuell direkt die Rasereitafel, die wir hier sowieso sammeln wollen? Hör auf dich zu bewegen, Juliana! Au. Wäre ganz praktisch, wenn wir treffen würden und sie nicht. Ja, auch ganz schön zu wissen, ob ich treffe. Oh Gott, was so... Ist das Karnesie? Benutzt die Karnesie gegen mich.
Au! Einer der Vorteile, den ich habe, dadurch, dass ich Spieler als Juliana ausgeschaltet habe, ist, dass... Aua! Shit. Gotta reload. Diese Juliana wahrscheinlich wesentlich leichter zu besiegen ist. Fitzpop, sehr gut. Okay, da habe ich sie definitiv getroffen gerade. Verdammt, sie ist weg. Ah, sie ist wieder da. Nein! Okay. Wir wurden ausgeschaltet. Juliana sagt Hallo. Ja. Ist natürlich ein bisschen schade, weil mit anderen Spielern, klar, wir sehen, ich würde mich nicht so gut da anstellen. Und ich würde hoffen, dass es ein gewisses Elo-System dafür gibt. Fiat Zebrowska am Leben. Ja. Juliana Blake hatte ich ausgeschaltet. Erst mit einem Kopfschuss, dann hat sie mich zweimal niedergeschossen. Zum Glück habe ich die Waffe direkt gesichert, ne? Wisst ihr was? Das hat einen Vorteil. Das bedeutet nämlich, ich kann direkt wieder zum Komplex aufbrechen. Wir holen uns jetzt endlich den Laser. Und dann wird gelasert. Ich bin nicht sicher, ob der zum normalen Loadout gehört, aber ich nehme es irgendwie an. Wäre ein bisschen seltsam, wenn nicht. How long have I been here? Look, I know you know, so just hit me with it. No games. 17 years. 17 years. Okay. The first time. Wait, what? Yeah, you actually escaped the island back in the 50s and then volunteered to come back with us. What the fuck would I do that? You just couldn't stay away. You love this place. Fuck! Ich bin nicht sicher, ob ich ihr glauben sollte. Oh, bisschen Residium, sehr schön. Okay, das hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht, warum die nicht zusammen gestorben sind. Sie sterben trotzdem irgendwie zusammen, aber nicht so, wie es geplant war. Okay. Aber ja, könnte natürlich rein theoretisch sein, dass ich erst einmal in einem Loop war, als das Experiment dort schiefgegangen ist und dann eben rausgekommen wurde und rausgebracht wurde und dann die Idee geschaffen wurde, hier diesen Vergnügungspark im Prinzip daraus zu machen. Okay, ein Siegel, schön. Das sollte eigentlich wesentlich einfacher sein, nachdem ich die dort verbunden hatte, ne? Außerdem habe ich mich schon wieder ablenken lassen. Denn eigentlich wollte ich ja schnell sein diesmal und mir angucken, was dort in dieser Kiste ist.
So, sehr schön. Okay, ich denke, das war die Kiste. Wir waren nicht ganz schnell genug. Und ich glaube, die wurden gerade durch die Kiste auf mich aufmerksam. Aber wir müssen natürlich trotzdem nachgucken. So, on top. Also ja, das ist... Hey, Moment, das ist eine andere Tür. Warum ist die blockiert? Da oben. Da wäre es. Und ja, hätte ich nicht die... Ja, da hinten qualmt's. Hätte ich mich nicht mit den Visionären dort, nicht mit den Visionären, mit den Eternalisten dort gestritten, hätte ich das problemlos gekriegt. Aber so haben wir immer ein poliertes persönliches Siegel. Noch kann man damit was anfangen? Okay, ja. Aber auf jeden Fall haben wir hier Präsidium. Upsi. So, sehr schön. Dann wechseln wir auf Hacken. Kümmern uns um diesen Sensor. Schalten dieses Ballistikgeschütz um. Nehmen es mit. Oh, hier haben wir... Nein, hier will ich gerade gar nicht hin. Moment. Okay, doch, ich will da lang. Ich will nur nicht gegen die Leute kämpfen müssen. Okay, wie ihr meint. Okay. So, die mussten mich ja sehen. Hoppala, hallo. Für den habe ich sehr viele Schüsse gebraucht. Da haben wir noch ein bisschen Residium. Jemand hat mich tatsächlich getroffen. Okay, da haben wir noch mehr Residium. Okay, und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg. Da-da-da. Hier können wir uns noch ein bisschen Nachschub holen. Don't get greedy, Colt. Da schnell den Sensor stören. So, sehr schön. Taktisches Nachladen und so. Und... Ja, ich würde sagen, wir sind bei, wieder bei fast 30 Minuten, deswegen... Was steht da? Doppeltes Ziehen, doppelter Spaß. Also, wegen der Hebel. Okay. Ja, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. In der nächsten Folge holen wir uns dann endlich das Hypes. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.